Ihr wollt wissen, was es mit der Selbstreferenz in Datenbanken auf sich hat und wie man das Ganze umsetzt? Dann seid ihr genau richtig. Ich würde sagen, es geht direkt los. So, und dann starten wir mit der Selbstreferenz, denn die bildet ab, dass eine Entität auf eine andere Entität des gleichen Typs verweist. Und wie das genau in einer relationalen Datenbank ausschaut, das gucken wir uns jetzt gleich an. Und das machen wir mit einem Ausschnitt aus einem ER-Modell aus der Datenbank der Hyper-EDV, die eine Selbstreferenz in ihrer Datenbank implementiert hat. Konkret geht es dabei um die Beziehung, dass ein Mitarbeiter einen anderen Mitarbeiter geworben hat. Der Hintergrund der Geschichte ist, dass jeder Mitarbeiter dafür eine gewisse Prämie bekommt, wenn er einen Mitarbeiter zur Hyper-EDV bringt. Unsere Beziehung im ER-Modell sieht dann folgendermaßen aus. Ihr seht hier links die Entität Mitarbeiter und rechts die Beziehung, die dafür steht, dass ein Mitarbeiter einen anderen Mitarbeiter werben kann. Und dann müssen wir uns noch die Kardinalitäten, also die 1 und das N, anschauen. Konkret sagt das N aus, dass ein Mitarbeiter keinen, einen oder eventuell sogar mehrere Mitarbeiter geworben hat. Die 1, die ihr auf der anderen Seite seht, sagt aus, dass ein Mitarbeiter höchstens von einem anderen Mitarbeiter geworben worden sein kann. Oder aber, dass der Mitarbeiter von keinem anderen Mitarbeiter geworben wurde. Aber viel spannender ist jetzt natürlich die Frage, wie wir das Ganze in unserer Datenbank auch technisch umsetzen. Und wenn wir uns so die Tabelle des Mitarbeiters angucken, bietet sich natürlich an, dass wir einfach einen Fremdschlüssel nutzen, der auf unseren Angestellten verweist, welcher ihn geworben hat. Und das würde genauso aussehen, wie ihr das hier seht. Wir haben jetzt einfach noch eine Spalte dran gebastelt und hier findet sich der Fremdschlüssel wieder, der auf den Angestellten selber verweist. Jetzt seht ihr, der Angestellte mit der ID Nummer 1 hat unsere Mitarbeiterin Magdalena und unser Mitarbeiter Patrick geworben. Aber unser Markus selber, der wurde von niemandem geworben, denn irgendwer muss ja mal der Erste gewesen sein, der die Firma gegründet hat. Und das ist in diesem Fall unser Markus Ende. Das führt allerdings zu Nullwerten, da wir in diesem Fall niemanden eintragen können, der den Markus geworben hat. Und Nullwerte in unserer Datenbank sind meist ein Zeichen dafür, dass irgendwas in unserem Datenbankdesign schiefgelaufen ist. Bedeutet, wir sollten Nullwerte eigentlich vermeiden. So, aber wir wollen in dem Video nicht nur besprechen, wie man es nicht macht, sondern wir wollen logischerweise auch darüber reden, wie wir das Ganze richtig auflösen. Und das machen wir, indem wir eine neue Tabelle kreieren, in der wir genau zwei Spalten hinzufügen, die beide als Fremdschlüssel auf die Mitarbeiter-ID aus der Tabelle Mitarbeiter verweisen. Als Primärschlüssel in dieser Tabelle entscheiden wir uns für die Mitarbeiter-ID, also den Mitarbeiter, der geworben wurde. Denn diese Mitarbeiter-ID darf ja nur einmal vorkommen, da ein Mitarbeiter, wie vorhin erwähnt, nur von einem anderen Mitarbeiter geworben worden sein kann. Wenn sich die fachliche Anforderung jetzt ändert, dann ist das auch kein Problem. Denn wenn jetzt mehrere Mitarbeiter einen Mitarbeiter anwerben können und sich dann die Prämie teilen müssen, dann nutzen wir einfach einen zusammengesetzten Primärschlüssel. Und zwar aus der Mitarbeiter-ID und dem Mitarbeiter, der geworben wurde. Denn damit ist es jetzt möglich, wie ihr bei Mitarbeiter Nummer 3 seht, dass mehrere Mitarbeiter diesen Mitarbeiter geworben haben. Allerdings kann die Kombination aus dem Mitarbeiter, der geworben wurde und dem Mitarbeiter, der ihn geworben hat, nur einmal auftauchen. So, das war's mit der Selbstreferenz. Ich hoffe, die ganze Geschichte ist klar geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst mir ein Abo da. Im besten Fall beides. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten, außerdem habe ich euch hier noch weitere Videos aus dem Bereich Datenbanken verlinkt. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.